ho, ho! Hallo, wir sind immer noch auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt und haben uns jetzt aber mal nach drin verzogen in so ein total schönes Café. Einfach nur, weil es ein bisschen kalt geworden ist und weil ich mal den Glühwein probieren wollte. Oh, hallo Kellner. Und einfach nur in der Zwischenzeit, währenddessen wir hier jetzt so ein bisschen versuchen, uns aufzuwärmen, machen wir so ein kleines Weihnachtsquiz und testen jetzt mal unser weihnachtliches Wissen. Und ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich bin sehr gespannt. Frage Nummer 1. Aus welchem Land kam der Nikolaus ursprünglich? Der Nikolaus. Der Nikolaus? Aus Alaska? Land Nikolaus. Ich glaube, Russland oder so. Dann würde ich tendenziell Alaska sagen. Der Nikolaus kommt aus Russland, Sibirien. Irgendwie sowas. Russland, nee, Asien kann schon mal überhaupt nicht sein. Ich glaube, das ist so eine kältere Region gewesen. Ich würde ja sagen, eigentlich kommt ja alles von den Christmas-Inseln, oder? Weil ich habe ja gehört, die Christmas-Inseln, die haben immer so einzelne Bereiche. Da gibt es einen für den Weihnachtsmann, einen für Nikolaus und die Elfen. Und die sind so ein Zentrum, wo wir die ganze Zeit die Hauptarbeiten haben, also organisieren, aber Geschenke verschicken. Deswegen Christmas-Inseln, auf jeden Fall. Ja. Leider falsch. Aus der Türkei. Der echte Nikolaus kam aus der Stadt Myra und war dort als Bischof tätig. Ja, okay. Dann nehme ich meine erste Antwort zurück. Frage Nummer 2. Welche Gewürze kommen üblicherweise in den Glühwein? Mann, ich hoffe, das ist kein Allgemeinwissen. Zimt? Oh, Kardamom, da muss ich jetzt gerade dran denken. Ich würde tippen Kardamom, Zimt und Nelken. Bestimmt Nelken, Zimt, Also, Nelke, Zimt, Orange. Warum denke ich jetzt an Tannennadeln? Zucker und schwarzer Pfeffer. Keine Ahnung. Anfangsbuchstaben vielleicht? Als so kleiner Tipp? S? Wie heißen diese Sterne? Sternanis. Richtig. Die Zutaten sind Zimt, Nelken und Sternanis. Frage Nummer 3. Was soll der Christstollen darstellen? Eine Kirche? Der Christstollen steht, glaube ich, für immer genug zu essen. Essen für die armen Leute? Oh, das wusste ich mal. Ein Geburtshaus? Sind Esel, die mal auf den Boden machen, oder? Nein, ist das nicht irgendwie sowas, was man vor die Tür stellt, so ein Türstopper? Eine Krippe? Also ich würde das jetzt irgendwie mit der Geburt Christi assoziieren. Stall, Jesus, Jesus. Ah, das soll das Leib Christi symbolisieren. Das Leib Jesu. Richtig. Echt? Er versinnbildlich den in weißen Windeln gewickelten Neugeborenen Jesus Christus. Was? Wie lecker. Und was haben denn die Rosinen zu bedeuten? Ich mochte eh keinen Christstollen bisher. Frage Nummer 4. Welche Figur darf bei einer Krippe in Katalonien nicht fehlen? Bestimmt ein Schaf. Keine Ahnung. Ein Esel? Ja. Können wir 1, 2 oder 3 spielen? Eine Katze. Ich habe keinen Plan. Keine Ahnung. Der Cagané. Dies ist eine Figur aus dem katalanischen Kulturkreis und stellt eine Person dar, die sich mit heruntergelassener Hose im Krippenumfeld erleichtert. Ich habe noch nie bei dem Krippenspiel einen kackenden Mann in der Ecke gesehen. Echt? Ich kann in jede Kirche gehen und mir einen kackenden Mann angucken. Ein Glück wohnen wir in Deutschland. Frage Nummer 5. Was ist der Boxing Day? Aha. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall der Tag nach Weihnachten. Ah, in dem die Pferde wieder in den Stall kommen. Und da sind überall Sales. Das weiß ich. Das ist das Wichtigste, das wird immer überall kommuniziert. Als ich in Australien war, war nach Weihnachten Boxing Day und alle sind ins Shopping Center gerannt. Der Moxing Day? Das ist meine Antwort. Sales beim Shoppen. Moxing. Wie schreibt man das? Ach, Boxing. Ich dachte Moxing. Wie M. Nur mit B.
Der Tag, an dem Klitschko wieder Weltmeister wurde. Oder das ist der Tag, wo eh klar ist, dass Klitschko wieder den anderen voll auf die Fresse haut und dann ist er weg. Ho, falsch! Das kommt aus England. Dort heißt der zweite Weihnachtsfeiertag Boxing Day. Dieser Name hat jedoch nichts mit einer Vorliebe der Engländer für den Boxsport zu tun, sondern geht auf eine alte Tradition zurück. An diesem Tag erhielten die Bediensteten Geschenke des Chefs in einer kleinen Box. I'm not even mad, that's amazing. Das war aber ganz schön schwer. Da haben wir ganz viel gelernt heute. Und wisst ihr, was ich auch gelernt habe? Dass Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden hat. Deswegen ist der Rotbar heiß. Das ja. Bild des Weihnachtsmanns. Ja, das Bild. Es wird hier geredet, aber wir haben keine Zeit. Wir machen jetzt unser obligatorisches Pick of the Day. Die Mechthild kommt natürlich wieder rein. Wie ihr das vielleicht schon gemerkt habt, haben wir jeden einzelnen Tag einen Rabattcode in der Infobox. Richtig cool vom Pixum. Und heute könnt ihr euch eine iPhone-Handyhülle zusammenstellen, die bekommt ihr günstiger. Also schaut auf jeden Fall mal unten in die Infobox. So, wir verlinken euch hier in der Ecke auf jeden Fall jetzt nochmal von London ein Follow Me Around Shopping Hall. Und in dieser Ecke bei diesem Alexi-Bexi verlinken wir euch nochmal von Köln ein Weihnachtsbaumkugel Shopping Hall. Schaut da gerne drauf rein und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!